if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment? Would you capture it or just let it slip? His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on the sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opened his mouth, but the words won't come out. He's choking now, everybody's choking now. The clutch run out, time's up, over now. Snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity. Choke, he's so mad, but he won't give up. Was ist denn los? Kudo! Kudo rockt das Haus! Mein ja, Gott! Echt? Wow! Wahnsinn! Stark gemacht, Kudo! Oh. Wirklich, jetzt beruhig dich ein bisschen. Ja. Jetzt sind... Gottes Willen. Jetzt sind... Ey. Die Damen und Herren da oben hinter Tischchen dran. Hammer, was für eine geile Performance, bitteschön. Toll, 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 toll. Ja. Was meine kompletten Indizien vom Tisch kehrt. Ich dachte gerade nach dem Feen so, das ist irgendwie ein Trainer, ein Coach. Weil diese Ansagen, ja, und du musst ins Finale, du musst die anderen ausschalten. So dachte ich irgendwie so, Coach Esume oder was weiß ich, Thorsten Legert oder sowas. Aber diese Performance war so, ich meine, kann das jemand, der noch nie gesungen hat, kann der so eine Performance auf der Bühne abliefern? In so einem Kostüm, bei 50 Grad im Schatten. Ohne Witz, ernsthafte Frage. Guck mich nicht so an, ich habe keine Drogen genommen. Ich bin's, Ruth. Ich wollte hallo. Fragen, was davon abgeht. Nein, aber das ist wirklich wow. Ja, Wahnsinn. Also ich bin mir relativ sicher, dass es einen musikalischen oder zumindest tänzerischen Entertainment-Hintergrund gibt. Also, aber mit... Da lehnst du dich aber jetzt ganz schön bald aus dem Fenster. Aber mit Sport, lieber mit Sport, also Sport spielt auch eine Rolle. Weil da ist jemand, der ist sehr kräftig. Also man merkt das an den Bewegungen und so. Da ist jemand, der fit ist und in Saft und Kraft und so. Und man merkt das. Und das merkt man in jeder Bewegung. Der schnauft noch nicht mal. Ich schnaufe mehr, wenn ich diese Treppe hochkomme. Ja?
Und Kudu liefert ihr ab, drei Minuten lang, in 60 Kilo Kostüm. Stark. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Echt ganz groß. Namen, Freunde, Namen. Ich bin ja... Also jemand, der auch, glaube ich, dessen Name schon mal genannt wurde, der dieses alles miteinander vereint, also auch einen musikalischen und tänzerischen Background, einen Entertainment-Background, einen aber auch sportlichen Background, das wäre für mich Daniel Aminati. Ja. Ja. Daniel Aminati hatten wir ja schon öfters auf dem Tisch, ne? Aber ich muss von dieser Moderationsrolle so ein bisschen mal wieder wegschweifen. Ich glaube, dass es auch echt ein Sportler sein könnte. Ne? Er hat jetzt irgendwie auch gesagt, er hasst es zu verlieren, er ist ein Perfektionist. Wir haben die Szene gesehen, wo er dieses Auto zieht. Das spricht für mich für so einen Extremsportler. Und ich dachte mir, könnte das nicht Joey Kelly sein? Das ist super. Ne? Ich meine, in jeder ProSieben-Show macht eigentlich ein das Kelly. Das passt total richtig. Der muss doch hier unter irgendeinem Kostüm muss doch ein Kelly sein. Und das da gehen bei mir irgendwie die Alarmglocken an. Da kann ja auch singen. Ich finde übrigens, dass dir diese Crossover-Hip-Hop-Nummern immer super gut stehen. Hammer. Mach das bitte weiter bis zum Finale, lieber Kudo. Das holt mich sehr ab. Da muss der Kudo ja erst mal rein. Dafür muss er sein Duell gewinnen. Gut. Ich habe so ein bisschen Backstage-Gossip. Ich war nämlich gestern hier am Studio und da hieß es, ich muss noch kurz auf meinen Fahrer warten, weil der noch einen Sänger im Hotel absetzt. Und dann ungefähr 6-7 Minuten später habe ich über ein Walkie gehört, wie jemand sagte, es kann in einem Zusammenhang stehen, muss aber nicht. Jay wurde abgesetzt. Es kann natürlich sein, dass einer der Choreografen Jay heißt oder ein Kostümbildner. Auf jeden Fall, ich wollte es eigentlich sofort in die WhatsApp-Gruppe schreiben, aber ich dachte dann erstmal, okay, ich beruhige mich jetzt. Vielleicht hat es gar nichts zu bedeuten. Und dann habe ich mich gefragt, wenn einer von denen Jay heißt, dann wird es ja sehr wahrscheinlich Jay Khan sein. Und dann ist Jay Khan am ehesten noch der Kudu. Oder ja. Joey Kelly fängt ja auch mit Jay. Nein, eindeutig hat jemand gesagt, Jay wurde am Hotel abgesetzt. Und ich war halt total aufgeregt danach und dachte, ja, vielleicht. Oder also Jürgen Klopp, du hast Jay doch gesagt, du bist ein Trainer. Alles möglich, alles möglich. Habt ihr eine Frage an Mr. Kudu? Ja, ich glaube, ich hätte eine Frage. Und zwar habe ich das Gefühl, dass du weißt, wie man die Menschen unterhält, also entertaint, also auf der Bühne eine Show abzuliefern. Und deshalb meine Frage, machst du das, also oder andersrum, du machst das bestimmt nicht zum ersten Mal, oder? Ich bin ein ausgezeichneter Spaß-Kudo-Vogel-Clown. I'm so lonely. Nicht nochmal singen, nicht nochmal singen. Es ist Wasser. Ja. Aber warte mal, wenn er ausgezeichnet heißt, dann hat er vielleicht auch mal einen Preis bekommen für seine Arbeit. Ausgezeichnet? Ja, aber Grimme-Preis? Wenn Kudu Sascha ist, wer ja, bin dann ich?